ist das Vertrauen grenzenlos. Fehler vor der Marke von Donna Di Quattro. Die 7 ist schon aus der Partie. Das Rennen ist gestartet. Die 1 zieht hier zunächst an die Spitze des Feldes. Bekommt aber Druck von Neona Princess. Neona Princess außen, die 1 innen. So geht es in den ersten Bogen. Und die Favoritin zieht durch, lässt sich hier auf gar keine taktischen Spielchen ein. Behauptet sich gegen Our Precious und Neona Princess muss da außen bleiben. Muss die zweite Spur anführen, aber dahinter ist Melby Briolette und die geht sofort in die Offensive. Rückt hier auf, die zweite Stallfarbe von Trainer Roger Wallmann legt sich da an die Seite ihrer Boxennachbarin und macht sie hier vielleicht die Schutzfrau für die One. Die führt jedenfalls. Die One im zweiten Bogen vorne, an der Außenseite Melby Briolette. Die 2 und die 5, innen die 4, Our Precious in der dritten Position. An der Außenseite geht dann Neona Princess, hat also ein Fürfit gefunden in Form von Melby Briolette. Und dann haben wir hier heftig Pullen Symmetric an der Innenseite. Die 1 ist das dritte Pferd innen, ein Indiz dafür, dass das Rennen nicht schnell ist. Die ist kaum zu regulieren von ihrem Fahrer. Die 1, drittes Pferd innen, Symmetric, nimmt sich da jede Menge Kraft. Im vorletzten Bogen, die 1 weiterhin vorne, knapp vor Melby Briolette. Die beiden Pferde aus dem Stall von Trainer Roger Wallmann, erster und zweiter in diesem Rennen, in dem es 1,4 Millionen Kronen für die Siegerin gibt. Die 2 vor der 5. Innen bleibt Our Precious dran. Riesenaußenseiterin. Hält hier die dritte Position. Dann hat Neona Princess für den Moment Schwierigkeiten gehabt. Die 3 fängt sich aber wieder. Und außen kommt Fly the World auf Tour. Und die Programm Nummer 9. Das Ganze fällt ganz dicht zusammen jetzt, nachdem es ja bisher auch nicht schnell war, dieses Rennen. Geht in den Schlussbogen mit D1 an der Spitze. Jan Schildström sitzt drauf, als wenn es noch dreimal rumgehen könnte. D1 gegen Melby Briolette in der dritten Spur. Fly the World und dahinter versucht Room to Go zu kommen. Die Programm Nummer 2, die Zielgerade ist erreicht und D1 ist vorne. D1 gegen Melby Briolette, können die 1-2 sein, die Wallmann-Pferde. Und Untersteiner versucht es, will die Steigepferdin schlagen, aber die ist nicht zu schlagen. Die 2 gewinnt vor der 5 und dahinter ist Our Precious auf dem dritten Platz. D1, die Top-Favoritin, ist hier Startziel siegreich gegen die Stallgeführtin Melby Briolette und gegen Our Precious. 2, 5, 4 und da gibt es auf Sieg nur 1,30 Euro. So klar war zum Schluss die Favoritenstellung.